Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute startet die Aktion Theater der Pilze und dazu gibt es eine passende HoYoLab Web-Aktion. Nimm an der Themenaktion teil, um Urgestein zu gewinnen. Holla Reisender, mit dem Start der Aktion Theater der Pilze kehren auch die uns vertrauten kleinen Pilzlinge zurück. Habt ihr im Kampf einzigartige Erfahrungen mit ihnen gemacht? Welche Pilzlinge haben euch am meisten geholfen? Erzählt mir davon. Aktionszeitraum 23. März bis 2. April, Gewinner am 14. April. Teilnahmebedingungen: Veröffentliche einen Beitrag unter dem Thema Theater der Pilze, indem du deine Tipps im Kampf mitteilst, zum Beispiel zur Truppenaufstellung der Pilzlinge, dem richtigen Zeitpunkt für das Auslösen der Fähigkeiten und so weiter. Und oder veröffentliche einen Beitrag unter dem Thema Theater der Pilze. Einfach Rechtsklick auf den Link würde ich immer machen, dann hat man das Thema ganz sicher richtig drin. Und teile uns mit, welche Pilzlinge, die derzeit in der Aktion noch nicht verfügbar sind, du dir für die Teilnahme am Partielevel wünschst, zum Beispiel Namen der Pilzlinge, deren Fähigkeiten und so weiter. Mit Erfüllung einer der zwei Bedingungen geht eure Teilnahme als erfolgreich. Ich persönlich habe mir hier die gefiederte Pilzbestie gewünscht, was ja, denke ich mal, logisch ist. Die würde bestimmt ganz gut abgehen. Aktionsbelohnungen: Ich werde unter allen Reisenden, die unter Beachtung der oben genannten zwei Bedingungen teilnehmen, 100 Gewinner nach dem Zufallsprinzip auswählen und ihnen jeweils Urgestein mal 120 schenken. Also ausnahmsweise mal eine relativ hohe Anzahl an Gewinnern. 100 ist ganz gut. Also hier hat man mal halbwegs realistische Chancen, tatsächlich auch den Urgesteinpreis abzuräumen. Ihr solltet eure UID in eurem HoYoLab-Konto verlinken, beziehungsweise hinterlegen. Wie das Ganze funktioniert, ist da, hier oben, angegeben und ansonsten nicht gegen Plagiate und sowas verstößen. Aber das ist ja eigentlich der Standard. Also einfach euch selber was ausdenken und nichts kopieren von jemandem, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und ja, das war's im Endeffekt auch schon. Also so einfach kann man bis zu 120 Urgesteine gewinnen und wie gesagt, also macht das einfach so, hier Link in neuem Tab öffnen und dann kommt man direkt auf die Themenseite. Also seht ihr hier schon 768 eingereichte Beiträge und die wurde ja heute auch erst erstellt oder beziehungsweise existiert auf jeden Fall noch nicht so lange. Und dann könnt ihr hier einfach den Titel eingeben, bla bla bla, und hier unten ist schon Thema Theater der Pilze richtig drin, also das einfach drin lassen und dann hier, keine Ahnung, na gut, Strategien ist das in dem Fall, genau. Und dann, also ich habe zum Beispiel gesagt, ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, als Kampftipp beim Theater der Pilze hätte ich jetzt, oh, hoppla. Der Pilze hätte ich jetzt gesagt, zum Beispiel, immer dafür sorgen, dass maximal, oder nein, ich weiß nicht, wie ich es in Text formulieren würde, aber mein Tipp wäre quasi, wenn zum Beispiel, also dafür sorgen, dass die Vorrichtungen keine Reaktionen auslösen können. Heute war es zum Beispiel so, es war Hydro und Pyro und es war aber immer nur eine Hydro oder eine Pyro, je nachdem. Und das heißt, man musste eigentlich immer nur dafür sorgen, dass man halt auf die eine einzelne geht, sofort und die schnell kaputt macht, weil dann können die schon keine Reaktionen mehr hervorrufen, machen dadurch weniger Schaden. Das ist im Endeffekt das, was ich eigentlich schreiben wollte. Genau. Und ja, gibt es natürlich viele Sachen, also kann man sich eigentlich austoben. Und ja. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.